So, hallo. Was ich hier in der Hand habe, ist ein normales DIN A4 Heft. Und beschriftet ist das mit Lieder-Gedankenheft. Also ich schreibe da meine Gedanken rein. Und ich habe kürzlich einfach abends dieses Heft in die Hand genommen und einen Stift und habe mir gedacht, ich muss jetzt zu diesem Thema etwas aufschreiben. Es beschäftigt mich einfach viel zu sehr, als dass ich nur rumsitzen könnte und nichts tun. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, das geht 4 Seiten lang. Und ich würde es euch gerne vorlesen. So, das Gedicht heißt Das Land und es geht halt darum, wer ist denn das Land? Weil in Nachrichten und so wird die ganze Zeit gesagt, ja, das Land hat das und das entschieden. Und irgendwann habe ich das auch mal hinterfragt. Ich meine, so, was meinen die mit diesem Land? Was wollen die uns damit sagen? Und dann möchte ich einfach mal euch das Gedicht vorlesen. Das Land. Wir sind das Land. Und wer entscheidet, dass wir im Kriegsfall kämpfen? Nicht wir das Land, sondern all die Vorgesetzten. Wir sind das Land. Trotzdem entscheiden wir nicht die Gesetze. Wir sind das Land. Doch wieso habe ich das Gefühl, dass doch nur all die Personen zählen, die wir noch mit gutem Gewissen wählen, die uns dann einfach wegwerfen, die uns zerstören, die uns die Sicherheit nicht mehr gewähren. Das Land sind doch wir alle. Alt, jung, Frau, Mann. Wie kann es das sein, dass nicht jeder selber entscheiden kann? Denn nach dem einzelnen Individuum dreht sich keiner von euch oben nur einmal um. Schaut doch im Ersten Weltkrieg. Mussten alle parieren, alle sich formieren, Millionen Leben verlieren, Millionen Kinder ihren Vater nicht mehr sehen. Wer hat dort entschieden, dass sie alle in den Krieg gehen? Das Land? Ja, diese Antwort ist uns bekannt. Doch das Land sind doch wir alle. Deshalb dürfen wir noch wählen. Aber denkt doch mal nach. Keiner hat sich darum geschert, ob jeder Mann den Krieg wirklich begehrt. Die meisten wussten noch nicht mal, für was sie kämpfen. Fürs Land, das war die Antwort. Aber ehrlich mal will ich eine Sache nennen. Wenn jeder das Land war, hätten sie gewusst, wofür sie kämpfen. Das zeigt deutlich, dass das Land ein Synonym ist für all die Vorgesetzten. Ich, so klein ich auch bin, so jung, so unwissend und dumm, will ich behaupten, dass das immer noch so ist. Aber trotzdem sehe sogar ich, dass das, was hier abläuft, mit ziemlicher Sicherheit eine List ist. Denn wer hat entschieden, dass wir all die Hygienemaßnahmen betrieben, einhalten und durchführen? Halt, wir wissen es, ihr sagt das Land. Ha, also höre ich mich mal um und frage jeden. Sag mal du, hör mal zu, wurdest du gefragt, ob du die Hygienemaßnahmen magst? Tja, da merken wir schnell, euer das Land hat entschieden Getue ist nicht ganz so hell. Da alles darauf hinweist, dass mit anschaulicher Ehrlichkeit nur ihr prominenten Leute das von euch beschriebene Land seid. Bedeutet das denn jetzt, dass schon seit Ewigkeit ihr das Volk, das sich wiegt in Sicherheit, an der Nase herumführt und unsere komplette Psyche trügt? Ich stelle hier nur Behauptungen auf. Belegen kann ich nicht, dass es so ist. Doch es weist alles darauf hin, dass ich richtig liege. Was ich nun sagen will, ist, dass wir alle hier und auch in jedem anderen Lande ein Individuum sind und das schon lange, doch wir sollten alle uns im Kleinen erheben und unserem Ich mehr Freiheit geben. Also finde ich, sollten wir zusammenhalten gegen den kleinen Kreis aus hohen Gestalten als das Land, was wir niemals hatten, in dem wir jeder selber entscheiden können, was wir wollen und was nicht. Dass wir alle uns lieben und zusammenhalten. Denn zurzeit habe ich das Gefühl, dass unsere Meinungen uns spalten. Vielleicht ist gerade das, was macht, dass das Land nicht ist, was es sein sollte. Ich hoffe, wir werden eins sein und jeden akzeptieren, nicht parieren und uns einfach alle lieben, so wie wir sind. Denn so können wir alles schaffen. Gemeinsam, Hand in Hand, retten wir unser Land.